Der Krieg ist in seiner letzten Phase. Die Rote Armee steht kurz vor der ehemaligen Reichsgrenze. In den Morgenstunden des 8. November 1944 überfliegen 5 Männer die Front. Ihr Ziel liegt auf polnischem Gebiet, weit hinter den feindlichen Linien, am Fuße der Beskiden. Sie haben einen Auftrag auszuführen, den nur 2 von ihnen kennen. Georg, ein deutscher Kommunist, seit 1939 in der Sowjetunion lebend, und Boris, Oberleutnant der sowjetischen Aufklärung, Student für Maschinenbau aus dem Kaukasus. Dem Kommando gehören noch an Hauptmann Ernst, vor 12 Monaten mit den Resten seines zerschlagenen Bataillons übergelaufen, der Benjamin der Gruppe Heiner, ehemaliger Hitlerjunge und Pioniergefreiter, bei Kaluga in Gefangenschaft geraten, und der Pole Janek, der als Partisan in der Gegend von Lublin kämpfte. Bevor die Maschine ihr Ziel erreicht, wird sie beschossen. Die 5 Männer müssen über unbekanntem Gebiet abspringen. Georg wird dabei schwer verwundet und verliert die Verbindung zu seinen Freunden. So scheint der Geheimauftrag schon vor seinem Beginn gescheitert. Geweckt. War gar nicht meine Absicht. Du kommst ins Lazarett nach Freiburg im Breisgau. Wenn es da drauf steht, wird es wohl so sein. Dort liegt auch deine Ersatztruppe. Ist dir Gundelfing ein Begriff? Kann sein, dass ich es schon mal gehört habe. Gundelfing soll ganz nah bei Freiburg liegen. Sozusagen wie ein Vorort. Was soll das alles? Sag endlich, was du willst. Meine Familie lebt dort. In Hamburg haben sie uns zerbombt, kurz und klein. Meine Schwiegermutter und mein jüngstes Tod liegen unterm Schutt. Ich kriegte 3 Tage Sonderurlaub. Als ich nach Hamburg kam, wieder Bombenangriff. Da habe ich 3 Tage geschippt, mitten in der Glut, in fremden Straßen. Meine Familie habe ich nicht gefunden. Dann war meine Zeit abgelaufen. Und ich musste zurück zur Front. Inzwischen haben sie meine Frau und die übrigen 3 Kinder nach dem Schwarzwald evakuiert. Nach Gundelfingen. Sterngasse 12. Bei Freiburg. Verstehst du? Da soll ich deine Leute wohl grüßen. Wenn du aus dem Lazarett entlassen wirst und in die Genesungskompanie kommst, könntest du mal vorbeigehen und nach ihnen sehen.
Durchschuss. Oberhalb des Knies. Knochen nur leicht gestreift. Hat nicht gelangt zum Heimatschuss. Ich flieg bestimmt bald hier raus in die nächste Knochenschmiede. Und dann wieder ab nach vorn. Hier. Nimm den Brief mit als Erkennungszeichen. Aber du kannst doch selbst schreiben. Was man wirklich denkt, kann man nicht schreiben. Fertig machen zum Ausladen und zur Verlegung. Unteroffizier Mantei, Herbert. Obergefreiter Tischbein, Friedrich. Feldwebel Montag, Hans. Obergefreiter Ulich, Walter. Das bin ich, Obergefreiter Ulich Walter. Wie ich gesagt habe, Schnellverfahren. Sag ihnen, dass wir uns bald wiedersehen. So oder so. Los, Ulich, pack deine drei Zwetschgen zusammen. In 10 Minuten siehst du um. Ja, ja, ich mach schon. Das geht schnell. Hat nicht jeder so ein Schwein wie du, Kumpel. Mach's gut. Heben Sie den Brief gut auf, Herr Kamerad. Welchen Brief? Nun, den Brief von Herrn Professor Laue. Es ist gut, wenn Sie ihn jederzeit vorweisen können. Besser als jede Protektion. Seine Stimme hat Gewicht in der Medizin. Gerade heute in der Kriegschirurgie. Vor 3 Jahren, da habe ich noch in Heidelberg in seiner Vorlesung gesessen. Ihr Onkel, der Herr Obermedizinalrat? Nein. Mein Schwager. Verehrter Herr Professor! Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich freue. Sie sind gesund. Wenn ich meiner eigenen Diagnose noch halbwegs trauen kann. Na, abgesehen von einem Mordsappetit. Auf ein gut durchwachsenes Wiener Schnitzel. Ist 13 Arbeit für uns alle, bitte, ja? Darf ich bekannt machen? Standartenführer Haug. Wie waren Sie in Sorge um Sie, Professor? Hauptsturmführer Thiel. Wir haben alles Menschenmögliche getan, um Ihren Führer aufzustöbern, Herr Oberfeldarzt. Aber... Aber wie ich am eigenen Leibe verspürt habe, leider ohne Erfolg. Danke. Sagen Sie, Professor, kennen wir uns nicht? Sind wir sich mal kurz begegnet? Ich wüsste nicht, Standartenführer. Ich glaube kaum. Na, warten Sie mal, vielleicht im Sanitätspark der Heeresgruppe. Ich wüsste nicht. Wadowitz, Arzneimittelverwaltung. Ich hatte da mal flüchtig zu tun. Nee. Nee, da gewesen. Für den Arzneinachschub sorgen meine Heeresapotheker. Wer hätte sie denn verpflastert während meiner Abwesenheit, Herr Zadke? Ach, nicht der Rede wert, gemessen an dem, was Sie zu erdulden hatten. Lieber Herr Laue, bitte, nehmen Sie auch Platz. Danke. Wir sind gespannt, Herr Professor. Ich glaube, meine Rettung habe ich nur dem Umstand zu verdanken, dass ich gut gearbeitet habe. Dass ich geholfen habe. Also, Sie wurden im Auftrag des Major Zirgiebel abgeholt. Das stimmt. Der Name des Majors diente aber nur als Köder. Nachdem ich bereitwillig mitgegangen war, hat man mir die Augen verbunden, mich stundenlang im Auto herumgefahren und schließlich durch irgendwelche Wälder an einem Strick gezerrt. Als man mir die Binde von den Augen nahm, befand ich mich in einer kleinen Partisanensiedlung. Mitten im Wald, gut getarnt, zum Teil unter der Erde. Eine richtige, gut organisierte kleine Militäreinheit. Allerdings bestehend aus Angehörigen beiderlei Geschlechts. Und der Zweck? Wozu hatte man sie geholt? Was wollte man denn von ihnen? Die natürlichste Sache der Welt. Eine der Frauen bekam ein Baby und das ging nicht ganz komplikationslos ab. Das Kind lag schlecht, drängte auch zu früh nach draußen. Unsachgemäße Behandlung erschwerte die Geburt. Kurz, es musste operiert werden. Und das tat ich dann auch. Warum hatte man sie denn so lange festgehalten?
Man hat sich nicht nur mit meiner Tätigkeit als hochqualifizierte Hebamme begnügt. Man hat noch die völlige Genesung von Mutter und Kind abgewartet, bevor man mir übrigens mit vollendeter polnischer Höflichkeit den Dank abstattete und mich dann unter den gleichen Vorsichtsmaßnahmen wie vorher wieder entließ. Hatte man Sie erpresst, Ihnen Gewalt angetan, gedroht? Nichts dergleichen. Der Gefreite, der Sie, wie er sagte, im Auftrag des Majors abholte, sprach ausgezeichnet Deutsch, wie Ihr Bursche behauptete. Sicher ein junger Volksdeutscher. Es gab mehrere von Ihnen bei der Gruppe. Gibt es Anhaltspunkte über Richtung, Örtlichkeiten und so weiter? Meine Herren, wenn ich Sie mit verbundenen Augen zum Mond schießen würde und wieder zurück, Sie könnten mir auch keine Angaben über den Weg dorthin machen. Aber, pardon. Eine Holzbretsche unter der Erde ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem weichen Etappenbett eines höheren Militärarztes. Und der angekündigte Imbiss... Aber bitte, Frenzel! Major? Der Professor möchte sich schnell noch frisch machen, dann das Essen. Sie haben noch Zeit zu einer detaillierten Unterhaltung, Herr Oberfeldarzt. Nach dem durchstandenen Schreck werden Sie sicherlich erst einmal einen wohlverdienten Heimaturlaub antreten können. Sie Glückspilz. Weihnachten sind Sie vielleicht schon zu Hause. Der erste Schnee. Schnee ist nicht gut für uns. Wir müssen Spur verbergen. Er wird nicht liegen bleiben. Noch 4 Minuten. Wann kommt Heiner? Er müsste heute Nacht oder gegen morgen kommen. Dass er sich bis jetzt noch nicht gemeldet hat, ist ein gutes Zeichen. Professor ist kein Verräter. Sie wissen, Hauptmann, er kann auch nicht verraten. Das glaube ich auch nicht. Aber es geht nicht darum allein, Boris. Professor Lau muss das Misstrauen der Abwehr zerstreuen oder, was noch besser wäre, in die falsche Richtung lenken. Bleiben Sie ruhig, Hauptmann. Georg hat gutes Auge für Menschen. Er weiß, wem er vertrauen kann. Wenn Heiner kommt und bei Anka ist Ruhe, dann alles in Ordnung. Achtung. 0.23 Uhr. Tage und Nächte, weit und breit kein Mensch. Alles in Ordnung mit Laue. Is. Wie lange wirst du gehen? 6 Stunden. Ich habe deinen Mantel getrocknet und den Beutel Essen gepackt für deine Kameraden. Du bist gut. Danke, Anka. Du musst dort sein, bevor die Sonne aufgeht. Nicht so schlimm. Ich bin unverdächtig. Ich habe gute Papiere und Uniform. Und jetzt auf Empfang. Wirst du Georg sehen? Sobald er gesund ist. Aber wenn Gefahr ist, Heiner, komm zur Insel. Insel in Sumpf.
Deine Sumpfinsel war unsere Rettung, Hanka. Nach dem Krieg. Wir werden Sumpf trockenlegen. Und Weizen aus Erde holen. Alle werden alles haben. Den Acker, die Wälder, das Vieh und die Fabriken. Es wird keine Grenzen geben zwischen deinem und meinem Land. Ja. Überall werden die Lichter brennen. Keine Verdunklungen mehr. Und keine Kälte. Keinen Hunger mehr. Und keine Armut. Ja. Keine Soldaten mehr nötig. Kein Geld. Alle haben alles. Nur noch spazieren gehen. Essen. Und lieben. Träume, Heiner. Träume von Kindern. Wird so kommen eines Tages. Bis dahin noch viel Zeit. Langer Weg. Und noch viel, viel Blut. Deutscher Soldat mit Gewehr. Nicht schießen. Ohne Lärm weiß nicht, ob er allein. Ist ein Freund. Freunde tragen nicht diese Uniform. Oh, Stefan, du trägst sie auch. Für mich ist sie Maske, Tarnung. Für ihn auch. Er ist ein Freund und auf unserer Seite. Wo kommst du her? Bist du Freund? So antworte. Ich kämpfe, wofür du kämpfst. Ich hasse die, die du hast. Worte. Du bist Deutscher. Gib Ruhe, Stefan. Ich kenne ihn. Es ist richtig, was er sagt. Und es genügt auch. Er fragt nicht dich, du fragst nicht ihn. Was bringst du auf meine Frage? Was wisst ihr von Wadowice?
Nichts. Wir müssen uns melden. Immer wieder. Die Batterie braucht etwas Ruhe. Was wird, wenn wir keine Verbindung bekommen? Boris, was wird, wenn keine Verbindung? Man erwartet, dass wir den Auftrag erfüllen, auch ohne Verbindung mit den Unsrigen. Es ist schwer für mich, Boris, an einem Auftrag mitzuarbeiten, den ich nicht kenne, von dem ich nur wenig weiß. Georg und ich wissen auch nicht viel mehr. Soll ich offen reden, Boris? Das erwarte ich von Ihnen, Hauptmann Ernst. Die Chance, Georg, Jannik und eventuell sogar diesen sagenhaften Wonsinski wiederzusehen, steht 1 zu 100. 1 zu 100, Boris. Möglich. Was wollt ihr raus? Denken Sie wieder am Boxkampf? Handtuch werfen. Ich habe mich freiwillig gemeldet und wurde ausgewählt für diesen Auftrag. Ich bin stolz darauf und stehe zu meinem Wort. Nur, Jannik ist weg. Georg ist weg. Richtig. Und es kann noch schlimmer kommen. Es muss nicht sein. Wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen. Doch, Hauptmann. Wir wollen malen den Teufel. Sie haben recht. Es ist Zeit, dass Sie wissen. Ich sage, wir suchen einen Mann mit Namen Wonsinski. Er musste an einem militärischen Sonderobjekt mitarbeiten. Alle wurden anschließend von der SS getötet. Er als einziger entkam und überlebte. So viel weiß ich. Und wir wissen nicht, wo sich dieses Objekt befindet. Aber Sie müssen es finden, egal wo es ist. Ob in Erde, unter Wasser oder in der Luft. Sie müssen das Objekt finden und Sie werden dort eindringen. Gibt es Details, Genosse Bekoff? Nicht eine, Genosse Georg. Sie müssen alles selbst erkunden. Überall, wo die Faschisten zurückgeschlagen wurden, haben sie Ungeziffer in unsere Pets hinterlassen, sogenannte Residenten. Das sind Leiter von kleinen und mittleren Agententrupps, die genau vorbezeichnete Aufgaben haben und bestens mit Lebensmittelvorräten, Waffen und Funkgeräten ausgerüstet sind. Zum Teil, sie sind mit fiktiven Dokumenten als Kommandeure der Roten Armee getarnt und in eine dichte Netz über vormals okkupierten Gebieten verstreut. Was sind das für Menschen? Verräter und Kollaborateure? Die Deutschen setzen für diesen Zweck nicht nur Agenten ein, die speziell in Spionageschulen ausgebildet wurden, sondern auch Spitzel von Polizei und Sicherheitsdienst, die den Faschisten in besetzten Gebieten bei Neuordnung geholfen hatten. Welche Aufgaben haben diese Agententrupps? Alle militärischen Informationen sammeln und durchgeben. Standorte und Bezeichnungen von militärischen Einheiten, Lage der Stäbe, Standorte der Batterien, Anzahl der Flugplätze, der Panzerfracht- und Panzerabwehrgeschütze. Besondere Aufmerksamkeit richten sie auf Geschosswerfer. Sie haben Auftrag, Sprengladungen anbringen, Brücken und Eisenbahnanlagen in Luft jagen, Verbindungen zerstören und Offiziere erschießen. Viele solchen Trupps sind von uns schon aufgegriffen und unschädlich gemacht worden, die solche und ähnliche Aufgaben hatten. Und was befindet sich in dem Objekt, das wir finden sollen? Vollständige Registratur von Agiententrupps. Für Bereiche Ukraine, Mittelpolen und Südpolen und Ungarn. Dieses Archiv muss doch einen beträchtlichen Umfang haben. Über jeden Agenten ein eigenes Dossier. Sie können sich denken, Hauptmann Ernst, was kann man damit machen? Sehr viel Unglück verhindern. Tausende von Menschenleben retten. Das ist noch zu wenig, Hauptmann. Und wie wird dieses Objekt beschaffen sein? Ich meine, in welche Richtung sollen wir suchen? Kann ein Bunker sein, tief in der Erde. Kann ein verlassenes Schloss sein. Vielleicht auch ein gepanzertes Büro in Tarnung. Ich weiß nicht. Niemand weiß. Wir wissen nicht, wo es ist, wie es aussieht, wer es verwaltet, wie es bewacht wird. Aber wir wissen, dass es jetzt noch in dem Umkreis von Krakau, Wieliczka oder Wadowice ist. Wenn diese Registratur verlagert wird, vielleicht sogar ins Reich, ist sie vorläufig unerreichbar und verloren für uns. Das bedeutet, dass der Faktor Zeit eine wichtige Größe in unserer Berechnung ist. Antwort für uns. Ich bin auf fremde Welle. Schreiben Sie. Schnell.
Wir haben noch 2 Stunden Fußmarsch vor uns. Wer kommt in den Marsch, wie erst ist, před nami? Bleiben Sie eng neben und hintereinander. Ich blízko siebie jeden za drugim. Wer spricht oder den Weg verlässt? Kto rozmawia lub opuszcza drogę? Wird bestraft. Będzie ukarany. Wer versucht zu fliehen? Kto będzie uciekał? Wird erschossen. Będzie rozstrzelany. Das ganze Marsch. Całość! Marsch! Halten Sie sich eng an mich, Wonsinski. Wo sind wir? In der Nacht sind wir durch einen Stadtbahnhof gefahren. Jemand wird den Namen Freiburg im Breisgau gelesen haben. Dann ist das Schwarzwald hier. Ja, Schwarzwald. Schwarzer Wald. Da, wo er am finstersten ist. Sie können sich nicht irren, Hauptmann. Auf keinen Fall. Der Code war kinderleicht zu entziffern. Etwas für Anfänger. Der Falter Heiner meldet sich müde und hungrig zurück. Alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Wir haben auf fremde Welle einen Funkspruch gefangen. Da ist vielleicht Verbindung zu unserem Auftrag. Major Zirgiebel von der Abwehrstelle Bochnia ist Schlüssel zur Aktion in Vilitschka. Unteroffizier, Sie bekommen Besuch. Bitte. Was führt Sie hierher, Herr Oberfeldarzt? Ich bin auf dem Weg zu meiner Familie nach Heidelberg. Weihnachtsurlaub. Sie sind ein naher Verwandter von mir. Das Lazarett liegt auf meiner Route. Was läge also näher? Und was führt Sie wirklich her? Die Sorge. Die Sorge um Sie und Ihre Freunde. Wie darf ich das verstehen? Irgendwie ist mein Schicksal mit dem Ihrigen verknüpft. Ich kann mich nicht mehr lösen davon. Vergessen Sie, was war. Ich kann mich nur ganz engagieren. Oder gar nicht. Ich kann Sie nur warnen. Nicht zurückhalten. Es wäre auch zwecklos. Also, was ist los, Professor? Man hat sich mit mir unterhalten, mehrere Male. Und mehr als das. Verhört? Man kann es so nennen, bei etwas freierer Auslegung. Sie konnten das Misstrauen nicht zerstreuen? Was mich betrifft, doch. Aber ich hörte vieles heraus. Man sucht emsig nach Ihnen und Ihren Freunden. Was weiß man? Man kalkuliert mehr, als man weiß. Man ist dabei, ein engmaschiges Netz zu knüpfen, in dem sich Ihre Freunde fangen sollen. Sie wissen Details. Es schadet nichts, wenn der Hase seinen Jäger kennt. Oder trifft das Bild umgekehrt besser zu, wenn der Jäger das Wild kennt, das er jagt. Neben der Abwehrstelle des Major Zirkiebel, von der Sie wissen, sind es 2 Herren der SS. Vom Reichssicherheitshauptamt im Stab der Heeresgruppe A zugeteilt. Standartenführer Haug und Hauptsturmführer Thiel. Übrigens ist 2-mal versteckt die Frage aufgetaucht, ob ich schon mal im Sanitätspark der Heeresgruppe A gewesen wäre. In der Arzneimittelabteilung. Ich habe Sie hergebeten. Bestellt. Noch nicht, Herr Major Zirn. Also rundheraus und ohne Umschweife, Stammhafenführer. Nun gut. In Ihrer engsten Umgebung gibt es eine undichte Stelle. Moment, Herr Major.
Ich präzisiere. Nicht nur eine undichte, sondern eine feindliche Stelle. Ich nehme an, Sie haben Beweise, diese ungeheuerliche Anschuldigung zu stützen. Indizien, Hinweise, Vermutungen, Tupfer. Man kann sagen, Tupferchen. Ich hoffe, mit Ihrer Hilfe eine Beweiskette zu schaffen. Und dazu dürften mir Ihre Informationsquellen zu sehr verschlossen sein. Das war wohl ein schlechter Scherz, mein Lieber. Müssen wir uns gegenseitig beteuern, was wir alles vom anderen nicht wissen? Zum Beispiel Wilitschka? Zum Beispiel Wilitschka. Mein Gott, ich weiß nur, dass mein Name in einem ominösen Funkspruch mit dieser Stadt in Zusammenhang gebracht wird. Dieser ominöse Funkspruch wurde inzwischen von uns dreimal abgefangen. Unbekannt der Sender, unbekannt der Empfänger. Für uns ist Wilitschka ein Schlüsselwort. So wie Sie laut Funkspruch der Schlüssel zur Aktion in Wilitschka sind. Sein soll. Meinetwegen sein soll. Aber warum? Wieso sollten Sie der Schlüssel sein? Zu einer Aktion, die der höchsten Geheimhaltungsstufe unterliegt. Zu der auch Sie, Ihre Dienststellung mit in Rechnung gestellt, keinen Zugriff haben dürften. Sag Sie, üben Sie an mir, meine Herren. Mit diesem kleinen Spaß dürften wir ja wohl auf kollegialer Basis zu sachlichem Austausch kommen. Einverstanden. Legen wir einmal dar. Vor einiger Zeit haben Sie, lieber Zirgiebel, durch einige kleine kollegiale Kunst oder Übergriffe... Das waren Zufallsprodukte am Rande anderer Recherchen. Ja, wie auch immer. Jedenfalls ausgemacht, dass der Stab einer SS-Sondereinheit nach Wilitschka kommt. Aufgabe? Verstärkte Bandenbekämpfung im Raum um Krakau und Sonderbehandlung der Widerstandsgruppen im schlesischen Industriegebiet. Diese Kenntnis haben Sie ja nicht nur allein, Herr Zirgiebel, sondern eine Reihe Ihrer Mitarbeiter. Du kannst recht. Das ist doch alles jahrelang erprobt und... Ach, gescheit, mein Herr! Wir haben nach dem 20. Juli eine ganze Reihe von Generalen aufhängen müssen, die sogar jahrzehntelang erprobt waren. Irgendjemand funkt an einen anderen jemand und nach unseren Peilungen im engsten Umkreis von Krakau, dass Sie oder Ihre Abteilung genaue Kenntnis über die Installierung des Sonderstabes haben. Soweit logisch. Und leider auch richtig. Wissen und Kenntnisse machen immer gefährlich, meine Herren. Sollten Sie diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, steht sie Ihnen ja noch bevor. Es scheint klar, dass Sender und Empfänger der Funknachricht auf der Gegenseite zu suchen sind. Außer Frage. Funker oder Empfänger sind entweder Dilettanten oder stehen unter Zeitdruck, was die relativ simple Verschlüsselung des Spruchs verrät. Kein Einwand? Kommt Ihnen da kein Einfall, Herr Kollege? Sie meinen, diese abgesprungene Gruppe? Endlich hat es bei Ihnen eingeschlagen. Sie hat Verbindung und Informationsaustausch mit der undichten Stelle aus Ihrer nächsten Umgebung. Na, keine Panik. Es trifft uns alle irgendwann und irgendwo einmal an einer empfindlichen Stelle. Jeder muss diese Erfahrung einmal machen. Jetzt erst einmal alles genau durchgesiebt. Eine reine Routine. Besorgen Sie bitte mal den Telefonplan, Thiel. All das bedeutet, Herr Major, intensivste Kontrolle nach innen und verstärkte Suche nach außen. Und damit wir uns nicht verzetteln oder gar einander ins Gehege kommen, übernehmen Sie mit Ihren Leuten die bedingungslose Jagd nach der abgesprungenen Gruppe, während wir den Feind im Innern zur Strecke bringen. Gundelfingen, Sterngasse 12. Bei Freiburg, verstehst du?
Wenn du aus dem Lazarett entlassen wirst und in die Genesungskompanie kommst, könntest du mal vorbeigehen und nach ihnen sehen. Nimm den Brief mit, als Erkennungszeichen. Was man wirklich denkt, kann man nicht schreiben. Sag ihnen, dass wir uns bald wiedersehen. So oder so. Was man wirklich denkt, kann man nicht schreiben. Hat nicht jeder so ein Schwein wie du, Kumpel? Mach's gut. Mach's gut, Kumpel. Wir können uns nicht verlassen. Kommt Georg, kommt nicht. Wenn kommt, wir wissen nicht, was bringt er. Also tun wir so, als ob wir allein wären. Wir sind es. Die Antwort, die Hankas Bruder auf Georgs Frage bringt, ist auch nicht aufschlussreich. Wadowitz. Kleine Garnison mit Ersatzbataillon. Unbedeutende Nachschubstelle für Arzneimittel und Sanitätsgerät. Wenig militärische Bewegung. Keine Objekte von Wichtigkeit. Nichtssagend. Stefan will Wadowitz weiter im Auge behalten. Wenn sie etwas zeigt, wird er sofort Hanka benachrichtigen. Vielleicht sollten wir uns mal selbst in Wadowitz umsehen. Wir haben als neuen Ausgangspunkt diesen rätselhaften Funkspruch. Er muss nicht unbedingt etwas mit uns zu tun haben. Zwei Worte sind im Spruch, die wichtig sind für uns. Zirgibel und Wiedeczka. Ja. Ja, aber warum ist er so leicht verschlüsselt? Was für einen leicht, kann für anderen sehr schwer sein. Vielleicht ist dies Nachricht für jemanden, der nicht schwer kann. Wir kennen einen Spruch, der von weit und von nah kommen kann. Von nah wäre logischer. Wir können ihn nicht anpeilen. Aber in dieser Nachricht ist eine Person und eine Ortsangabe. Also ran an diese Person. Wie? Wir kennen den Standort Sirgibis. Und das Haus seiner Dienststelle. Dort gibt es winzige Eingänge und eben solche Ausgänge, die wir kontrollieren können. Aus- und Eingänge aus Draht. Damit werden wir Zirgibel anzapfen. Nicht schlecht. Aber wenn du auf Mast sitzt, du kannst abgeschossen werden wie Taube auf Dach. Unsere Oberhaupt- und Stabsspitzdame, Fräulein von Teschendorf. Fräulein von Teschendorf ist Chefin über rund 250 Nachrichtenhelferinnen, darf ich bitten. Und hat uns das Vermittlungsschema mitgebracht. Hier haben Sie das gesamte Telefon-, Fernschreib- und Funknetz der Heeresgruppe A mit Besetzungsstärke und geordnet nach GKDOS-Ziffern. Darf ich bitten, wer ist? Jedes meiner Mädels ist Geheimnisträgerin und sich dessen voll bewusst. Sie sind hervorragend ausgebildet und haben alle für diese Tätigkeit notwendigen Voraussetzungen. Ihre Herkunft ist verbürgt völkisch, ihre Gesinnung überprüft nationalsozialistisch und ihre Haltung von bedingungsloser Ergebenheit an Führer und Reich. An besonders neuralgischen Vermittlungspunkten? Wie Oberbefehlshaber, Chef des Generalstabs, 1A, 1CAO, Direktleitungen für Hauptquartier und Berlin, sowie verbündetes und besetztes Ausland, sitzt Spezialpersonal. Über jeden Verdacht erhaben. Wie steht das in der nahen und nächsten Umgebung unseres Freundes Zirgibel? Gestatten Sie? Bitte. Punkt Römisch 9 ist mit besonderer Rücksicht auf die delikaten Ein- und Ausgänge besetzt. Das heißt, Fräulein von Teschendorf? Dort ist nicht nur besonders geschultes und vereidigtes, sondern auch eminent kluges Material im Einsatz. Wie viele? 18. In 3 Ablösungsschichten mit je einer Gruppenführerin. 21 also. Eine ganze Menge für so dünne Kontrollmöglichkeiten, wie wir sie haben. Keine 3 davon sind mir persönlich bekannt. Das ist mein Prinzip. Die Mädels anzuhalten, ihren, wenn schon nicht total vermeidbaren Umgang außerhalb ihres dienstlichen Wirkungsbereiches zu suchen. Objektiv ist das allerdings kein Hinderungsgrund für das Auftreten von undichten Stellen. Eher deren Begünstigung. Seit ich diesem Bereich vorstehe, hat es das noch nicht gegeben. Fräulein von Teschendorf. Und wenn es Sie bis auf den Grund Ihrer Seele erschüttern sollte. Es besteht begründeter Verdacht. Und wir müssen recherchieren.
Alle Unterlagen stehen Ihnen sofort in meinem Büro zur Verfügung. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir, unter Wahrung strengster Diskretion natürlich, mit diesem oder jenem Ihrer Mädels unauffälligen Kontakt aufnehmen müssen. Kann ich dabei behilflich sein? Welche der 21 Mädels, Fräulein von Teschendorf, vom Vermittlungsknoten Römisch 9, hat sowohl Ihr rückhaltloses Vertrauen als auch kameradschaftlichen Kontakt zu allen oder den meisten anderen? Die Truppführerin der Gruppe 3, Unterführerin Wiesner. Gibt es Daten? Renate Wiesner, 26 Jahre, Berlin, Vater Lehrer, verkehrt in nationalen Kreisen. Sie Studium der Volkswirtschaft bis 5. Semester, dann umgesattelt auf Kunstgeschichte, verlobt mit Offizier der Luftwaffe. Sie müssen ja über ein phänomenales Gedächtnis verfügen, Gnädigste. Und diesen Datenkatalog haben Sie von all Ihren 250 Blitzen im Kopf? Dies ist nur zur Hälfte meinem guten Gedächtnis zu verdanken. Und die andere Hälfte? Besteht darin, dass in meinem Bereich untadelige und auch unanfechtbare Ordnung und Sauberkeit herrscht. Jedenfalls danken wir Ihnen für Ihre Bereitschaft, uns in jeder Weise zu unterstützen, Frau von Teschendorf. Mein Gott, wie sich dieser degenerierte, bis über die Brustwarzen verschuldete ostelbische Landadel beschissen haben kann. Thiel, Contenance. Geht, als ob sie 5 Kilometer Fernsprechgabel verschluckt hätte. Aber das kann ich Ihnen sagen, Chef. Wenn wir bei diesen Stöpselschnecken auch nur das Geringste finden sollten, dann werde ich dieser arroganten Oberblitzmieze so meine Meinung geigen, dass sie die Weihnachtsglocken ihrer verlausten Hinterpommerschen Dorfkirche noch am Ostersonntag hören soll. Ihr Kinderlein, kommet, oh kommet doch all, zur Krippe her, kommet in Bethlehems Stall, und seht, was in dieser hochheiligen Nacht ihr Vater im Himmel für Freude uns macht. Unser Vater hat an die Front gebracht. Das Kindlein auf Heu und auf Stroh, Maria und Josef betrachten es froh. Die Rädchen hörten, knien beten davor, hoch oben schwebt jubelnd der Engelein Chor. Die Weihnachtskrippe hat uns die Winterhilfe geschenkt. Und die NSV hat heute Nachmittag für die beiden Mädchen 2 Kleidchen und 2 Mäntel gebracht. Und für Bernd eine Hinterjugenduniform. Winterkluft, schön warm. Es war alles schon gebraucht, aber man muss ja für jedes bisschen dankbar sein. Ein Kleid für mich? Dürfen wir alles mal anprobieren, Mutti? Zieht mal an, macht euch hübsch. Schön. Ein hübscher Springbaummantel. Der Knopf. Lienchen, guck mal. Was schön. Wann hat er Ihnen den Brief gegeben? Vor 2,5 Wochen. Da muss er ja schon wieder an der Front sein. Schon möglich. Es war ja bloß ein Durchschuss. Lieber sollen Sie ihm das Bein abschießen. Dann hätte ich ihn wenigstens wieder zu Hause. Bei mir. Für mich. Ich soll Ihnen sagen, dass Sie sich keine Gedanken machen sollen. Er wird schon auf sich aufpassen. Das soll er nur. Das wird was nützen. Was glauben Sie, was wir in Hamburg aufgepasst haben? Wasserfass, Sand zum Löschen, nasse Feudel oben auf dem Dachboden. Auf alles haben wir aufgepasst. Und dann waren schließlich in 2 Stunden 6 Stockwerke, ach, was sag ich, das ganze Viertel abgebrannt. Aufpassen nützt nichts. Mutti, dürfen wir mal zu Henschels gehen? Das sind die Leute, die mit uns aus Hamburg evakuiert sind. Mutti, der Hausmann hat gesagt, er hätte uns über die Feiertage einen Volksempfänger. Ja, ja, geht nur. Aber bleibt nicht so lange. Die Kinder haben schon vergessen, dass vor 3 Monaten ihre Großmutter und ihre kleine Schwester verbrannt sind. Ja, zum Glück vergessen Kinder schnell. Haben Sie welche?
einen Buben. Nicht gehen. Bitte. Ich kann jetzt nicht allein bleiben. Den Johannisbeerwein hat auch die NSV gebracht. Den trinken wir jetzt auf meinen Walter. Nicht wahr? Sie glauben das doch auch. Er muss doch noch nicht wieder an der Front sein. Nein, das muss nicht sein. Es gibt doch im Frontgebiet viele Dienststellen, die nicht unmittelbar gefährdet sind. Ich würde denken, wir hätten tiefsten Frieden und säßen zusammen in der Heimat, irgendwo auf der Friedrichstraße. Oder bei Kranzler, Ecke unter den Linden. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wenn wir wieder tiefsten Frieden haben. Ja, da werden wir uns mal beeilen müssen. Ich bin richtig glücklich, Renate, dass mich der Zufall heute beim Mittagessen mit einer so wunderhübschen Landsmännin zusammengeführt hat. Ich habe sie ja schon öfter gesehen. Wenn Sie mit dem Standartenführer nach dem Essen im Casino-Café Ihren Mokka getrunken haben. Unnahbar, wie der Chef selbst. Beide in gewichtigen Gedankenaustausch vertieft. Der junge Herr geht ja ran wie Hector in die Buletten. Wie immer, machen wir die Dreckarbeiten. Die Herren der Totenkopf legen sich ins gemachte Bett. In diesem Fall ein wahres Wort. Hier schleppen die Kohlen und die wärmen sich am Feuer. Nun reicht es, Anne. Genug, komm runter. Und? Noch kein Strang von Bedeutung. Na, es reicht fürs Erste. Morgen tasten wir uns näher an die Stadt ran. Den nächsten Mast nach Hauptmann. Da läuft noch ein Bündel von rechts drüben. Mitten die Verbindung. Nur mal ein Ohr reinhängen. Der hat Nerven. Am heiligen Abend macht er einen Klettermaxen. Frier dir mal nicht den Arsch ab, wenn du hier den Affen machst. Was willst du machen, wenn du dran bist mit Putz und Flickstunde? Wirf mal die Zange auf. Keine Sau bekäme ich bei der Kälte da hoch. Und dann noch heute, wo die anderen am Ofen hocken und den Weihnachtsschnaps saufen. Häng doch mal eine Juno dran. Hast du noch viel zu tun heute Nacht? Ah, noch eine ganze Strecke. Mann, hör doch auf. Pack dein Kram ein und mach Schluss. Heute Nacht quatscht doch keiner. Die quatschen doch immer. Sicherlich haben wir schon oft miteinander gesprochen, ohne voneinander zu wissen. Das ist gut möglich. In Zukunft werden wir es wissen.
Wie soll ich das wissen, wenn ich nur Buchstaben und Begriffe in der Leitung habe? Wenn Sie ab morgen das Stickwort Albatros 2 hören, dann wissen Sie, dass Sie mich an Ihrem süßen, kleinen, reizenden Öhrchen haben. Ab morgen, Herr Thiel. Ab morgen, sagten Sie. Wenn Sie schon diesen komischen Wasservogel Albatros nennen, dann glaube ich mich zu erinnern, gestern und vorgestern mit Ihnen verbunden gewesen zu sein. Thiel legt sich in die Riemen, als ob das gelte, heute noch das andere Ufer zu erreichen. Können Sie sich noch erinnern, mit wem Sie mich verbunden hatten, Renate? Warten Sie mal. Es waren zwei Orte mit... Ja, ich glaube, beide mit W. Moment. Wilitschka. Und? Das andere W? Wadowitz. Sagen Ihnen diese beiden Orte etwas? Nee, nicht, dass ich wüsste. Übrigens, wenn wir schon vertraulich davon sprechen, und ich darf Sie hierbei an Ihren Diensteid erinnern, Renate, passen Sie auf. Ganz unauffällig, unverbindlich, ob Sie bei Ihren Mädels oder in einer anderen Gruppe Ihrer Abteilung diese beiden Ortsangaben. Das war am Bahnhof. Nee, das war im Soldatenheim. Los, hin! Ein Weihnachtsgruß. Der Partisan. Was ist mit dem Hauptsturmführer? Vorbei. Wagen vom Major, aber schnell! Unter dem Eindruck dieser Stunden, die wir zusammen erlebten, alle Kameraden an den Befragungsstellen melden und Zeugnis ablegen durch ihren Ruf von dem umfassenden Erlebnis dieser unserer Ringsendung. Wir bitten euch, Kameraden, jetzt in das schöne, alte deutsche Weihnachtslied. Bitte Ich habe den Brief gelesen, den Sie damals Ihrem Mann geschrieben haben. Aber das ist doch selbstverständlich. Sie haben ihn ja lange genug mit sich rumgeschleppt. Es steht ja auch nichts Besonderes drin. Nur, was man sich so halt von der Seele flennt. Sie schreiben, dass Sie zwangsverpflichtet wurden in die Munifabrik. Ja, natürlich. Leider. Man konnte gar nichts dagegen machen. Der Junge auch seit voriger Woche. Zuerst soll der nochmal eingestuft werden, aber dann haben sie ihn gleich zur Fabrik geholt. Einfach so. Bestellt und fertig. Wo denn, in der Stadt? Ach, was? Die Munitionsfabrik ist im Höllental. Höllental? Ja, wo es zum Titisee geht. Zwischen Oberried und Steig. Oder anders, zwischen Feldberg und Schauinsland. Nur das Tal runter. Höllental. Und so wie es heißt, so ist es auch. Dunkel, kalt, unheimlich. Alles im Berg drin. Die ganzen Maschinen und die Arbeitshallen. Da soll es spuken, erzählen Sie. Wer erzählt das? Bei uns, in der Gefolgschaft. Erzählen Sie, es spukt im Höllental. Sie haben nur zwei Stollen in den Berg getrieben. Und nachts sollen da Gestalten von einem Stollen zum anderen wanken. Hunderte, sagen Sie, Tausende. Richtige Gespenster sollen das sein. Ach, Quatsch. Eure Fantasie geht mit euch durch. Das sind sicher nur die Fremdarbeiter, die Sie kürzlich hergebracht haben sollen. Fremdarbeiter? Polen. Erzählen Sie. Aber gesehen hat sie noch keiner. Mach auf, Bernd, das sind die Mädchen. Fadi ist da!
Fein, dass es doch noch geklappt hat mit deinem Urlaub. Bernd, lauf rüber zu den Henschels, hol die Mädchen. Wie lange kannst du bleiben, Walter? Oh. Wann musst du wieder zurück? Nur sag doch. Gar nicht mehr. Was sagst du da? Wieso gar nicht mehr? Nee. Ich bin desertiert.